Yo und willkommen wieder in unserer schönen Stadt Swaggyville. Und wir haben ja letztens mal aufgehört in einer Folge, haha, you don't say. Nein, wir haben letztens mal aufgehört, ich habe auch keine Ahnung wo, ich habe irgendwo hier mal was gemacht. Tja, auf jeden Fall sind uns auf jeden Fall diese Fabriken hier abgebrannt, das weiß ich noch. Hier ist uns auch was abgebrannt, also nein, verlassen wurde das. Und wir müssen diesen Schrott mal entfernen. Weg, 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 weg. Und weg. Sonst, da hinten ist noch was. Da ist noch was. Und da ist noch was. Müsste alles gewesen sein. Gut, wir haben anscheinend irgendwelche Probleme wieder mal. Und zwar, die Nachfrage nach Gewerbe sinkt. Okay, es ist eben genug Gewerbe. Auf Klardeutsch. Aber die Nachfrage nach Häuser für die mittlere Klasse ist sehr hoch. Also einfach so normale Hochhäuser, würde ich mal meinen. Aber das können wir selbst nicht beeinflussen. Wir könnten jetzt zwar Risiko machen. Und hier. Wo war denn das? Ach nein, nicht hier. Falsch. Da. Wir könnten. Oh, Proteste. Egal. Wir könnten auf Risiko gehen. Und die Steuern für die untere Schicht erhöhen. Und für die mittlere Schicht vielleicht etwas senken. Dann wäre es... Also jetzt rein aus dem logischen Grund wäre es ja eigentlich heißen, dass dann die Armen sozusagen entweder wegziehen und dafür die etwas Reicheren herkommen. Ist zwar diskriminierend, aber das ist ja das Ziel dieses Spiels, Diskriminierung. Also probieren wir es mal. Erhöhen wir die Steuern mal auf 14, 15% und die senken wir auf 6. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Ja. Was wollen die denn? Upgrade. Ah, cool. Haben sie wegen dem Upgrade protestiert? Achso, nein, der Grund, zu viele Verbrechen. Aber meine Polizei... Ich habe doch eine Polizei, oder? Ach klar, sogar voll die fette Polizeiwache. Da. Polizei. Aber fast keine Streifenwagen. Dann kommen hier mehr Streifenwagen hin. Gefängniszellen kommen hier auch hin. Ah, zu wenig Geld. Shit. Naja. Wird schon irgendwie passen. Was steht da? OB Marston Place. Wir müssen an die Zukunft denken. Diese Stadt wächst immer mehr und wir haben nicht begrenzten Raum. Wir haben nur begrenzten Raum zur Verfügung. Die große Arkologie. Belohnung 5000 Simoleons. Was ist, wenn die Leute nicht mehr genug Platz haben, und, um in der Stadt zu leben? Wir sollten uns überlegen, eine Arkologie zu errichten. Das wäre ein großes Unterfangen. Aber es könnte dann auch Bürger außerhalb wohnen. Es könnten dann auch Bürger außerhalb wohnen. Ja, toll. Arkologie. Sorgen Sie dafür, dass die Zahl der Einwohner bei 3000 liegt. Wir haben 30.000, also haben wir, glaube ich, schon ein bisschen geschafft. Schalten Sie das Großprojekt Arkologie frei. Großprojekte sind ja irgendwo da. Großprojekt, Großprojekt. Das ist Yorkshire. Großprojekt. Arkologie da. Stadt in der Region mit 58.000 Einwohnern. 58.000 und 1 Million Simoleons. Ja, Gott, vergiss das, es dauert noch ewig, bis wir das haben. Okay, dann gehen wir zurück zur Stadt. Also, das kann noch sehr lang dauern. Noch was? Ab einer Marke von 40.000 Einwohnern würden wir als mittelgroße Stadt gelten. Bereit für den Ausbau? 40.000, das sind noch um die 9.800. Ja, das dauert noch ein bisschen, aber es wäre möglich. Wir haben hier noch ganz viel Platz. Also würde ich mal sagen, wir bauen hier mal ein paar Häuseranlagen, oder wie man die auch nennt, hin. Straßen wären mal ganz nett. Aber wir machen jetzt nicht den Fehler, dass wir nur kleine Straßen nehmen, sondern wir nehmen mal eine Straße mit hoher Dichte. Und reißen hier was ein. Nein, warte, nicht hier.
Nicht hier. Sondern ungefähr. Nein, ist auch nicht genug. Sagen wir hier. Circa da. Ja, ungefähr da. Dann machen wir hier noch sowas hin. Nice. Und dann würde ich sagen, von hier. Warte mal, was ist das? Ist das irgendwas Wichtiges? Nein, nur Gewerbe. Okay, in der ganzen Straße bis da unten sind nur Gewerbe. Na, warte. Das sind die Shuttlebusse. Ah, das ist nur Gewerbe. Okay, das ist Shuttlebus. Bis hier könnten wir eine Straße bauen. Das heißt, wir machen einfach von... Oh, hoppala. Straße. Dann nehmen wir das da. Und bauen das so weit rüber. Dann von da so runter. Und... auch von hier runter? Ja, ja, ja. Auch braucht man von hier was. Da nicht, weil das sind diese ganzen Schulsachen und Schulsachen, badumts. Nein, Schulen und andere öffentliche Dinge, da machen wir lieber keine Straße dazwischen. Aber hier machen wir eine. Die ist jetzt aber schief. Dann machen wir das so und reißen die Straße da ein. Dann gehen wir wieder zur Straße und erweitern das ein bisschen. Das geht dann so dahin. Blöd ist da halt. Ja, ungefähr hier. Da von da darauf. Gut. Ist jetzt nicht wunderschön, aber sie soll. Was soll sie denn? Ja, sie soll einfach nur genug Platz. Also, es soll einfach nur genug Platz da sein für die ganzen Häuser. Und hier kommt halt kein Gewerbe hin, sondern halt nur Häuser. Ja, so. Gut, dann noch hier. Hier. Hier auch noch. Das ist natürlich wieder so eine Streitfrage. Ich würde sagen, bis hier. Nein, 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 das letzte kommt weg. Das letzte kommt weg. So. Dann von hier bis da. Bis da. Und dann hier noch ein paar. Und hier noch ein paar. Ja, das sollte eigentlich reichen. Glaube ich. Dann tun wir das mal weg. Speed. Und eigentlich sollten bald Häuser entstehen, da die Nachfrage ja ziemlich groß ist. Naja, jetzt sollte eigentlich ein paar Häuser errichtet werden. Ja, da, da, das sind schon die ersten. Aber leider wieder diese kleinen Häuser. Oh nein, das sind auch, also das sind so ein paar große, das sind ein paar kleine. Ja, ja, hier sind kleine. Hier sind ein paar große. Ist ein bisschen scheiße. Oh, wir haben es geschafft. Geil. Was bekommen wir? Gar nichts. Hm, naja. Unwichtig. So. Naja, auf jeden Fall sind hier mal schon ein paar Häuser. Ich denke mal, der Rest wird sich schon irgendwie ergeben. Wir haben aber jetzt schon wieder Staus. Also, hier haben wir mega... Oh, es brennt. Hier haben wir mega Staus. Das ist richtig scheiße. Ach ja, wir müssen die Busse wir müssen den Feuerwehr Dings da erweitern. Da bauen wir hier noch eine Feuerwehr hin. Ja. Und die wird noch ein bisschen vergrößert. Und zwar mit das da, das da, das da. Oh, kein Geld mehr. Ja, dann wenigstens das auch nicht. Ah, shit. Naja, wenigstens haben wir jetzt mal wieder eine Feuerwehr. Und wir müssen hier noch ein paar Bushaltestellen platzieren. Hier, 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 da, da, da hinten, ist nebelig, kostet so gut wie gar nichts. Dann sollte es eigentlich schon gut sein. Na, hier oben können wir noch einen tun.
Und vielleicht noch hier. Da. Sonst. Hier vielleicht noch. Ja, gut. Sollte reichen. Dann noch Schulbus. Für die Schulbusse auch noch. Ja, ja, ja. Dann werden die Leute fröhlich und es kommen noch mehr Leute her. Keine Ahnung warum, aber die Leute sind irgendwie geil auf Bushaltestellen für ihre Kinder. Wahrscheinlich, weil bei den Bushaltestellen die meisten Kinder geschlagen werden. Was weiß ich. Wow. Was war das? Habt ihr das gesehen? Da, schon wieder. Ach, das war ein Flugzeug. Ach, schreck mich. Hier, hier, seid glücklich. Seid auch glücklich. Alle sind glücklich. Ja. Sonst brauchen wir, glaube ich, nichts mehr. Und wir sind... Oh. Oh, wo kommt das ganze Geld? Oh. Da steht was. Was willst du mir sagen? Niedrige Steuern, sofort. Eher gehen wir hier nicht weg. Du bist alleine. Mach ich. Senken Sie die Steuern für die Einwohner der unteren Einkommensschicht. Darf ich nicht. Wie oft denn noch? Eine Riesenparty. Mach das ruhig, mein Freund. Ja, Müll wird erzeugt. Von mir aus kann mir egal sein. Aber... Oh, da sind schon die Häuser. Das ist schön. Leider sind... Oha, die Industrienachfrage ist ja mega groß. Dann würde ich sagen, machen wir hier Industrie. Anders geht's, glaube ich, gar nicht. Wir müssen eine Industrie machen. Muss sein. So. Ist jetzt nicht das Beste für die Einwohner, aber wir müssen einfach Industrie reinpacken. Wenn die Nachfrage so groß ist, dann muss es getan werden. Dann gibt es noch irgendwelche Probleme? Da, Verwaltung. Rathausmodul verfügbar. Oh, die Einwohner sind richtig stinkig. Aber auch viele glücklich. Wie ist denn gerade die ungefähre Lage? Zufriedenheit in den Wohngebieten ist ganz gut. Was sind die Probleme? Zufriedenheit der oberen Einkommensschicht ist gut. Der mittleren Einkommensschicht ist auch ganz okay. Unteren... Nee, nicht ganz... Stimmt, dass die Kinder nicht zu Schlick gekommen sind. Ich bin böse wegen den vielen Keimen. Also... Oh, Abwasser ist wieder verstopft. Das ist natürlich wieder scheiße. Jetzt, weil auch so viele neue Häuser sind, haben wir wieder Abwasserprobleme. Da können wir aber noch das hinplatzieren. Und hier auch noch. Kommt, da kommt doch gar nichts hin. Na doch, normal ausgelastet. Theoretisch sollte da was hinkommen. Aber wir sollten woanders vielleicht auch noch eins hin tun. Aber wo? Wir brauchen noch so ein Abwasserding. Vielleicht einfach gleich hier. Ja. Geht doch. Sollte sich eigentlich jetzt beruhigen. Gut. Was fehlt uns noch? Strom. Ah, weil da jetzt ein paar Neues sind, hä? Nein. Ist doch überall verbunden. Ah, da oben. Da ist viel ausgefallen. Und da brennt alles. Oha, mein ganzes Industrieviertel ist einfach mal abgebrannt. Weil die Feuerwehr einfach zu dumm ist. Warum ist die Feuerwehr in diesem Spiel wirklich so dumm? Die schaffen gar nichts. Ja, sogar neben der... Also fehlende Kunden. Nein, das ist was anderes. Aber jetzt dürften keine Kunden mehr fehlen. Gut.
gibt es doch ein bisschen. Ah, da ist noch eins. Und da auch noch. Und da auch noch. Sonst gibt es, glaube ich, keine Trümmer mehr. Ah, noch hier. Ein Trümmerhaufen sollte es noch irgendwo geben. Laut der Anzeige da rechts. Ah, da oben. Boah, wie klein ist das bitte? Unsere Zeit ist um, wie ich gerade sehe. Naja, wir haben immerhin einiges geschafft. Wir haben erstens mal, das ist so ein großes Gebäude. Da suchen wir mal ran. Ja, wir haben ein kleines, großes Gebäude. Ein ganz großes Gebäude eigentlich. Und ja, wir reden jetzt nicht zu lang weiter. Das wär's dann mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like, einen Kommentar oder sonst was da. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin und tschüss.